Es ist der 11. Dezember, es ist der dritte Advent, es ist Zeit für das 11. Türchen des Adventskalenders. Hallo Freunde des täglichen Weihnachtsspaßes, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin der Stefan und auch heute öffnen wir wieder ein Türchen des Lego Star Wars Adventskalenders 2022. Es ist der 11. Dezember, also ran an Tür 11. Ich hoffe, dass man uns jetzt zum dritten Advent auch ein kleines Highlight spendiert. Gestern war ja eher überschaubar. Wir gucken mal, was passiert. Ich gehe davon aus, dass wir es mit einem Mini-Bild zu tun haben. Jawohl, ein Mini-Bild. Und zumindest gemessen an der Abbildung habe ich schon wieder keine rechte Ahnung, was das eigentlich sein soll. Ich weiß nur, ich bin einen Moment beschäftigt und dementsprechend sollte ich schnell ins Eingemachte gehen, damit ich euch nicht zu viel Zeit eures Tagesstarts mopse. Und wie so oft muss ich den Kalender jetzt drehen, weil diese Türchen sich immer wieder von alleine schließen. Ich wünschte, Lego hätte da irgendwie eine bessere Methode, diese Dinger zu produzieren. Vielleicht aus einem anderen Material, was besser offen bleibt. Oder ich meine, ich könnte es auch abreißen und dann danach bauen. Aber das Problem ist, dann sieht der Kalender irgendwann einfach nicht mehr so richtig schön aus. Das widerstrebt mir auch. Also rate ich mich mehr oder weniger hier durch, beziehungsweise drehe den Kalender dann total hässlich mit der Rückseite zu euch, um irgendwie erkennen zu können, was die hier von mir wollen. Und ich erwähne das immer mal wieder, es ist schon spannend, dass das Bauen von Kleinigkeiten im Adventskalender herausfordernder ist als, ich würde jetzt mal sagen, alles andere, was aus dem Hause Lego kommt. Ich persönlich befürworte das. Ich brauche die Herausforderung nicht. Mir ist es fast schon zu viel Action am Morgen hier. Aber auf der anderen Seite, wenn man dann so einen Adventskalender baut, einmal im Jahr, also die Türchen für Türchen hier aufmacht, dann freut man sich auch wieder auf reguläre Sets. Vielleicht ist das ja Kalkül, dass sie sagen, hey, wenn du dich da durchgebissen hast, wirst du dich freuen, wenn du wieder was total Simples vor der Nase hast mit einem Teil pro Bauschritt und so. Das ist ja eher so meins. Was soll denn das sein? Ich hab keine Ahnung, was sie sich jetzt hierbei gedacht haben. Aber wird wohl irgendwas aus Krieg der Sterne sein. Dieser Adventskalender führt mir auf jeden Fall vor Augen. Ich bin definitiv kein Fan von Lego von Star Wars generell. Nicht von Lego Star Wars. Die machen schon tolle Sachen. Aber also, ich mag halt einen sehr, sehr überschaubaren Teil der Star Wars Geschichte. Und das hier fällt, glaube ich, auch wieder in einen Teilbereich, den ich einfach schlicht nicht kenne. Oder ich habe es mal gesehen und mir habe es vergessen, weil es kein wichtiges Star Wars war. Keine Ahnung. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was das sein soll. Es sieht für mich aus so ein bisschen wie so ein Rennboot. Dafür wird es gehen. Ich weiß es nicht. Ist egal. Wir haben was geklemmt. Es gibt deutlich schlimmere Möglichkeiten, den Tag zu starten, als sich mit Klemmbausteinen zu beschäftigen, oder? Genau. Und ich hoffe, ihr macht es morgen genauso mit mir. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Habt einen tollen Tag.